So Leute, willkommen zum neuen Video von mir. Heute mal wieder leider im normalen Format. Wegen in dem anderen Format ging das irgendwie schwer, die Videos hochzuladen. Darum habe ich jetzt mal versucht mit diesem. Vielleicht wird der besser gehen. Wenn nicht, dann spinnt hier irgendwas. Also auf dem Laptop spinnt dann irgendwas. Ich weiß aber nicht, mal sehen. Heute wollte ich euch hier diese Schrauben hier zeigen. Das sind Profil Vertriebsschrauben, also Blechschrauben sind das hier. Hier sieht man hier das nicht, wegen dass ein bisschen abgerissen wurde, aber ist ja nicht schlimm. Ja, mit Flachkopf sind die, sieht man ja auch im Titel so. Ja, so sieht das hier aus. 1000 Stück verzinkt, also Silber verzinkt. Ja. Das sind, wie gesagt, so ganz normale kleine Schrauben. Die sind, wie lange sind die? Boah. Wie steht das? 4,2 x 13 mm. So lang sind die. Haben eine Schnellfixgewinde, was die meisten auch haben für den Blech. Oder die haben einfach so eine Bohrspitze und normale Gewinde. Und die Kamera möchte nicht mehr scharf sein. Nur jetzt, oh, kurz, aber nur. Ja, aus Schärfe einstellen, wackel, wackel hier. Oh Mann, das geht irgendwie leider nicht. So sieht man das leicht, aber sieht man die nicht ganz gut. Jetzt so sieht die Schraube aus mit so einem Kreuz. Mit so einem mittelhaften Kreuz. Das ist irgendwie so. Oh gut, steht hier. Bestnummer 6239, aber das ist ja nicht die Länge. Also ich meinte jetzt nicht der Kreuz. Nö. Steht nicht, aber das ist irgendwie so ein normaler Kreuz halt. Ja, das war's dann auch mit dem Video. Hier wollte ich euch nur kurz diese Schrauben zeigen. Ja, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich den Daumen hoch geben hier unten. Oder ihr könnt natürlich den Abonnieren-Button irgendwo hier drücken. Und hier noch die Glocke aktivieren, wo auch immer der Button ist. Kommt drauf an, wo ihr das guckt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob überall in der Button in der Richtung ist, aber egal. Ja, abonniert einfach für mehr Videos und ja, ciao.